Folgioza und herzlich willkommen zu einem Valuis Adventskalender mit einer nassen Katze. Die hat die ganzen Pfoten nass, klatschnass. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Guck mal da, wie nass die Pfoten sind. Guckt euch das an. Werde ich nicht. Wir sind gerade nach Hause gekommen und die Katze ist einfach... Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ihr werdet das in einem der folgenden Tage im Video sehen. Die hat einfach die ganze Bude unter Wasser gesetzt. Aber wir gucken mal heute nach, was es am 8. im Adventskalender gibt. Ja, da müsst ihr wieder diese Schokoladenbrötchen geben für Katzen. Zinnus, das ist doch Zinnus Lieblingsspiel. Nicht die nasse Katze auf mich. Hier, komm her. Oh nein, sie hat schon gerochen, dreht schon durch. Ja, warte doch mal, wart mal Druck ab. Ey. Aus, hier, bitteschön, auf meinem Bein. Das ist das Zeug, wo Zinnus voll drauf abgeht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, was haben wir denn heute Schönes für euch? Und zwar haben wir für euch heute mal ein etwas traurigeres Video. Und zwar wisst ihr, dass wir vor Zinnus die Chiara hatten, Piris Spielgefährtin. Und die ist uns ja leider vor unseren Augen auf der Straße überfahren worden, was wirklich nicht besonders schön war. Es ist jetzt zum Glück schon 3-4 Wochen her und man verdrängt das ja alles ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ein Adventskalender-Türchen widme ich ihr und ihr bekommt jetzt einen Zusammenschnitt von den schönsten Momenten mit Chiara. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Chiara. Bitte nicht hinter meinem Hintern kämpfen. Ja, super. Schlagen. Was machst du denn damit? Ich glaube, sie versucht es umzudrehen. Das ist ein Kusselkissen. Du solltest es nicht zerbeißen, das weißt du, ne? Au! Au! Spinne! Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Ganze hat euch genauso betroffen gemacht wie mich. Es ist einfach, ja, ist immer hart, wenn man ein Haustier verliert. Vor allen Dingen, wenn man es dann, wir hatten sie jetzt noch nicht so lange, aber selbst nach 4-5 Monaten ist es trotzdem immer traurig, wenn sowas passiert. Ich hoffe, ihr kommt morgen wieder, dann gibt es wieder was Lustiges. Aber ich dachte, das muss jetzt einfach mal sein. Und ich wünsche euch trotzdem allen noch einen schönen 8.12. Macht's gut. Tschüss.